Hey, Lorcaner-Freunde, willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Meta-Report, endlich mal wieder. Natürlich, Set 6 ist jetzt seit 2 Wochen genau draußen und ich möchte heute mal über die aktuelle Meta reden und wie sie sich verändert hat, wie ich die Meta aktuell sehe und die Meta-Stats wieder angucken. Welche Decks sind am populärsten? Weil das ist das Entscheidende. Es muss nicht sein, welches Deck am besten ist gerade, sondern welches Deck am populärsten ist, denn danach sollte man sein Deck bauen. Ja, danach sollte man sein Deck tacken. Das heißt, wenn du ein Deck in ein großes Turnier reinbringen willst, zum Beispiel in der Europameisterschaft ins LCQ, dann musst du halt ein Deck picken, was gegen das populärste Deck vor allem gute Chancen hat, ne? Oder vielleicht auch noch gegen das zweitpopulärste, ne? Und nicht unbedingt gegen das Beste, weil das Beste könnte vielleicht ein Deck sein, was gar nicht so viel gespielt wird. Das weiß man immer nicht. Genau. Aber deswegen gucken wir uns, und deswegen ist es auch wichtig, sich das anzugucken, welche Decks am besten performen. Das ist eben das Entscheidende. Und dafür gehen wir hier auf Inkdecks, können auf Metagame klicken, into Metagame Breakdown und da haben wir Archetypes, die hier aufgelistet werden. Und wir können hier die Date Range quasi einstellen und da ja Set 6 2 Wochen lang draußen ist, habe ich jetzt mal Last 2 Weeks. Wir können uns auch gleich noch Last Week angucken. Vielleicht verändert sich noch was. Es könnte hier sein, dass da noch ein paar Decks mit dabei sind, die in Set 5 Turnieren gespielt wurden und dementsprechend Set 5 Decks sind. Aber größtenteils sollten das alles Set 6 Decks sein. Und wir sehen hier ziemlich deutlich eine Top 4 oder vielleicht noch eine Top 5. Sneasong mit den meisten Decks, danach Blau-Rot mit 29 Decks, Lila-Rot mit 27 und Grünstahl mit 26. Und dann haben wir einen kleinen Abstand und dann kommt Grün-Lila mit 22 und hier kommt sogar Blau-Stahl mit 17 und danach wird es dann schon relativ wenig. Ne? Hier haben wir dann sogar das Location-Deck mit 10 Decks, Aggro mit 8 Decks und dann wird es immer weniger. Das sind dann. Ah, hier ist sogar nochmal Locations. Das sind ein paar, die mehrmals vorkommen, ein paar Decks. Aber genau. Ja, und wenn wir Last Week angucken, können wir auch nochmal schnell machen. Sehen wir, dass Blau-Rot in letzter Zeit weiterhin. Es ist eigentlich das Gleiche, ja. Also wir sehen, es ist relativ gleich. Mir ist natürlich insgesamt weniger Decks, weil es ja nur eine Woche ist statt zwei. Wir sehen, Blau-Rot und Sneasong haben jetzt einmal Position gewechselt, aber sind beide ganz oben. Dann Lila-Rot, Discard und dann Grün-Lila und Blau-Stahl. Und hier ist, ja, ähnlich. Sehr ähnlich. Dementsprechend haben wir hier unsere Top 4, Schrägstrich Top 5. Wir gehen mal wieder auf Last 2 Weeks, weil wir hier mehr Sample Size haben. Umso mehr Sample Size, also mehr Turniere und mehr Decks wir haben, umso deutlicher wird es normalerweise. Und so besser kann man das nachgucken. Und von den letzten 2 Wochen sehen wir hier ganz klar Sneasong on the top. Blau-Rot relativ knapp darunter. Wir haben es gesehen, letzte Woche war mehr Blau-Rot als Sneasong. Die letzten 2 Wochen ist Sneasong ein bisschen mehr. Dann Lila-Rot relativ knapp danach. Dann sehr knapp danach noch Grün-Stahl. Und dann kann man vielleicht noch erwähnen, Grün-Lila. Würde ich sagen, so die Top 5. Blau-Stahl als sechstes Deck hat dann aber schon weitaus weniger Decks, die wir hier sehen, mit 8%. Aber was mindestens zweistellig ist, ist halt Grün-Lila mit 10%. Das sind die Statistiken. Das ist ganz wichtig. Das sind die Statistiken. Wir werden uns gleich noch Sample-Decks angucken, also Beispiel-Decks meine ich, die dann für Set 6 wichtig sind. Da werden wir über ein paar Decklisten drüber gehen. Aber jetzt gehen wir erstmal drüber, was bedeutet das? Ja, weil natürlich kann ich euch das vorlesen, ihr könnt es auch selber angucken bei Inkdecks, aber jetzt meine Meinung nach, so meine Einschätzung dazu. Wir haben Sneasong und Blau-Rot ganz oben, wie schon in Set 5. Das heißt, die Meta ist eigentlich, richtet sich sehr nach der Set 5 Meta. Und meine Einschätzung war ja auch, dass wer mein Tierlist-Video gesehen hat mit meinen allen Set 6 Karten, die ich gerankt habe, da habe ich ja auch gesagt, dass
nicht viele Karten sehr meta-relevant sind und dementsprechend sich die Meta nicht wirklich verändern wird. Und das war eigentlich bis jetzt meine Meinung. Und ich finde irgendwie die Top 5, die wir hier sehen, bestätigt das so ein bisschen. Und wenn ich mir jetzt so angucke, welche Karten ich hoch hatte, dann waren das sechs Karten, die ich auf entweder Meta-Defining oder Playset gerankt habe. Sechs Karten, das ist sehr wenig. In den anderen Sets habe ich meistens so um die 20 Karten dort oben gehabt. Jetzt waren es nur sechs und das war auf Playset Sail the Azerite Sea und Diablo, der Einser, der, wenn er gebannt wird, eine Karte zieht. Sail die neue Ramp-Karte. Beides wird gespielt. Da Diablo vielleicht nicht unbedingt als Playset überall, aber schon eigentlich ziemlich viel überall. Sail wird als Playset überall gezockt eigentlich. Und dann haben wir Meta Defining, hatte ich vier Karten und zwar Maui Shark, der wird in vielen Listen ausprobiert. Sergeant Calhoun, der wird jetzt in Blau-Stahl viel ausprobiert, auch in Lila-Stahl habe ich ihn gesehen. Ist jetzt nicht die Karte, die wirklich überall reinpasst, so wie in Smee zum Beispiel, weil sie halt uninkable ist, aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir noch, was hatte ich noch? Jetzt muss ich mich daran erinnern. Go-Go Tomago haben wir noch gehabt. Die grüne Karte, die Legenden sammelt, je nach Damage. Die hatte ich natürlich noch. Die hatte ich, glaube ich, erst auf Potential, aber die ist auf jeden Fall noch Meta-Defining. In grünen Decks. Und dann haben wir Ginny Evasive natürlich noch. Wenn man sie ausspielt, zieht man eine Karte, questet für zwei. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Meta-Defining-Karte. Wird auch in den meisten Listen mindestens zwei bis dreimal gespielt. Manche auch Playset. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Brecherkarte. So, und das war's. Alle anderen Karten und auch keine Legendaries, abgesehen von Maui Shark, meiner Meinung nach, sind wirklich meta-relevant. Es gibt ein paar Decks, Karten, die hier und da ausprobiert werden als One oder Two of. Die sind bei mir auch auf Potential gelandet, aber die sind halt nicht wirklich wahnsinnig relevant. Und die verändern eben auch nicht wirklich viel an der Meta. Und deswegen sind sie ja nur auf Potential. Das heißt, die Set 5, Set 6 Meta ist ähnelt sehr der Set 5 Meta. Und das sieht man ja, wie gesagt, Top 5. Und was bedeutet das wiederum? Wir haben natürlich wieder unsere normalen Matchups. Und ich würde sagen, ich würde behaupten, da kann ich jetzt natürlich nicht 100% Garantie geben, aber ich würde behaupten, dass die Matchups gleich geblieben sind. Also die Matchups, die wir kennen, sind so geblieben, wie in Z5. Ne? Das heißt, wir haben, Stilsong würde wahrscheinlich immer noch gegen Blau-Rot verlieren. Blau-Rot gewinnt immer noch gegen Stilsong. Dafür sollte Lila-Rot gegen Blau-Rot wiederum gewinnen. Gegen Stilsong würde ich sagen, so 50-50 oder so. Grünstahl gewinnt dann wieder gegen Lila-Rot. Also das ist eigentlich im Prinzip, das countert das, das countert das, das countert das, ja. Und Grün-Lila countert dann eher so Lila-Rot, ja. Also das countert dann auch das. Deswegen ist Lila-Rot immer so ein Deck, was in der Theorie gar nicht so gut funktioniert. Da reden ja viele drüber. Lila-Rot funktioniert in der Theorie gar nicht so gut, aber Lila-Rot in der Praxis irgendwie schafft es trotzdem, immer gut zu performen und es ist auch einfach ein verdammt beliebtes Deck. Es ist ein Deck, was sehr flexibel ist, was sich sehr gut an andere Decks anpassen kann und dementsprechend dann doch eben die Games rauscheaten kann. Es gewinnt oftmals durch Card Advantage einfach und drain den Gegner so ein bisschen aus. Aber grundsätzlich hat Lila-Rot halt nicht so viele gute Matchups, abgesehen vielleicht noch in Blau-Rot eben. Gegen Caesar würde ich sagen, es ist 50-50. Gegen Grün-Stahl verliert es und gegen Grün-Lila auch, würde ich sagen. Grün-Lila ist noch relativ gut gegen Stilsong, würde ich sagen. Und gegen Blau-Rot wird es schwierig, aber den kann man mit Cursed Merfolk und Banzai eventuell runterrushen, wenn man einen sehr schnellen Start hat. Kann man da auch gegen Blau-Rot gewinnen. Dementsprechend ist Grün-Lila eigentlich gerade ein ziemlich guter Pick in die Meta rein. War es auch schon letztes Set. War da aber irgendwie noch nicht ganz so beliebt. Jetzt ist es auch beliebter geworden. Man merkt es auch. Ich finde, man merkt auch, dass Grün-Lila wirklich
viel gespielt wird und auch vor allem ziemlich viel gewinnt, meiner Meinung nach. Also Grün Lila gewinnt, glaube ich, in letzter Zeit die Turniere auch relativ viel. Das heißt, Grün Lila ist wirklich ein gutes Deck und es ist auch einfach gut in der Meta. Ja, es schlägt Lila Rot, es ist gut gegen Steelstorm, gegen Blau und kann man rushen. 50-50 würde ich sagen. Gegen Grün Stahl ist es wahrscheinlich nicht so gut. Grün Stahl hält es so ein bisschen auf. Grün Stahl ist auch gegen Lila Rot gut, aber dafür halt, ich glaube, dafür, also Grün Stahl ist auch ein grundsätzlich ziemlich gutes Deck. Ich glaube, Steelstorm könnte dagegen noch ganz gut sein, würde ich mal schätzen. Und Blau-Rot ist auch wieder 50-50. Aber Grün Stahl ist auch ein ziemlich gutes Deck in der Meta. Bei den grünen Decks mit Tomago auch nochmal besser geworden. Aber Tomago wird da, glaube ich, nicht viel ändern. Tomago ist einfach nur ein Counter auch gegen Diablo. Im Mirror Match, beziehungsweise für Grün Lila auch nochmal eine Verstärkung. Dadurch ist Grün Lila nochmal stärker geworden durch den Tomago. Aber die Legenden, ich weiß nicht, wie oft die meddern. Manchmal werden sie aber meddern tatsächlich, ja. Auf jeden Fall, dass man da noch Legenden sammeln kann auf einmal, werden diese Decks auch nochmal verbessert haben. Aber Lila Rot hat halt den Genie dafür. Der Genie ist wiederum gut gegen Diablo. Das heißt, Lila Rot hat jetzt wieder eine Waffe, ein paar Karten mehr, die gut sind gegen Grün Stahl. Und dementsprechend ist auch Lila Rot wieder ein bisschen angestiegen. Man merkt es ja an der Playrate. Genau. Macht das Matchup vielleicht ein bisschen besser hier gegen Grün Stahl. Aber ich denke, Grün Stahl hat immer noch gute Chancen gegen Lila Rot. Auf jeden Fall. Und Grün Lila auch, denke ich mal noch. Ich meine, die haben jetzt ja auch Tomago und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel der Genie da macht. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Blau-Stahl, was meiner Meinung nach auch ein sehr gutes Deck ist, weil Blau-Stahl countert halt wieder die beiden grünen Decks. Ja, die beiden grünen Decks verlieren gegen Blau-Stahl. Blau-Stahl hat es dafür schwierig gegen Blau-Rot vor allem. Gegen Steelstorm ist es, würde ich sagen, 50-50. Kann man auf jeden Fall gewinnen. Gegen der Rot ist es auch relativ gut, würde ich sagen. Das heißt, wir haben viele gute Matchups. Blau-Stahl ist sowieso mein Favorite Pick. Ihr kennt es ja. Ich finde Blau-Stahl sowieso das beste Deck. Und es ist auch in der Meta gerade wieder gut. Und das merken auch ein paar mehr Leute als damals. In Set 5 haben es nicht so viele Leute gecheckt. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Jetzt checken es ein bisschen mehr Leute, dass Blau-Stahl gut ist. Und es gibt auch ein paar Content Creator, die jetzt in Blau-Stahl vielleicht ein bisschen mehr nach oben gepusht haben. Wie Mojen, Harlan natürlich, Sky oder so, RMB, die zocken alle jetzt auch gerade Blau-Stahl. Das heißt, dadurch ist Blau-Stahl wieder ein bisschen an Popularität gestiegen. Was Blau-Rot eventuell wieder besser macht. So, ne? Also, so würde ich sagen, verlaufen die Matchups ungefähr. Ja, das heißt, Seasong hat so als großen Win eigentlich. Obwohl, Seasong ist aktuell auch nicht wirklich gut in der Meta, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Seasong ist halt gut gegen Aggro und Aggro wird halt auch viel gespielt, wenn man es hier unten sieht. Wenn man das alles zusammenzählt, weil das sind ja alles Aggro-Decks hier, dann hat man schon ein paar Aggro-Decks. Also Aggro ist auch aktuell wieder relativ beliebt, tatsächlich. Da wird auch wieder relativ viel ausprobiert. Mit Ginny, mit Calhoun, das Location-Deck wird auch viel gespielt, ja. Mit Calhoun auch als neue Addition. Gelb-Lila probiert eventuell den Simba oder die Tiana aus. Man, wer weiß, ich weiß nicht, wie gut die sind, aber Aggro ist auch gerade wieder viel unterwegs. Dadurch ist natürlich Steelsong sehr, sehr gut dagegen. Aber Steelstorm hat hier nicht so viel, hat hier nicht so viele gute Matchups. Also eigentlich kein wirklich gutes Matchup, sondern entweder 50-50 oder sogar ein schlechtes Matchup. Aber halt viel 50-50 und Steelstorm ist auch also ein Deck, wenn es einfach ihre Curve gut hittet und gut gespielt wird, dann kann Steelstorm auch gegen alles gewinnen, meiner Meinung nach. Aber gegen Aggro vor allem ist es gut. Blau-Rot ist dann gegen Steelstorm eben vor allem gut. Und gegen Blau-Stahl eventuell noch. Aber Blau-Stahl hat schon gute Chancen. Blau-Stahl kann auch gut gegen Blau-Rot gewinnen. Also so einfach ist das nicht. Lila-Rot kann dann wieder, ist wieder gut gegen Blau-Rot. Ist aber ein Deck, was vor allem durch Card Advantage und durch die Flexibilität des Decks einfach gewinnt. Hat in Theorie nicht so viele gute Matchups. Und dann haben wir eben Grün-Stahl, Grün-Lila, die dann relativ gut in der Meta gerade sind. Lila-Rot countern und gegen Steelsong noch relativ gut sind. Ja, genau so ist es.
Das ist die Meta und jetzt gucken wir uns mal noch ein paar Example-Decklisten an. Ja, erstmal bei Steelsong gucken wir mal rein. Set 6 gucken wir uns einfach ein paar Listen an. Genau, damit wir wissen halt, welche Set 6 Karten jetzt gerade gespielt werden und was hier so die heiße Meta ist. In Steelsong haben wir jetzt mehrmals gesehen, dass die Lilo, da gehen wir gleich durch, dass hier die Lilo ausprobiert wird statt Piglet. Ja, man sagt sich, eine Legende weniger, okay, eine Tag weniger, okay, aber dafür habe ich die Möglichkeit, die Lilo immer wieder zu holen und später, wenn ich dann wenig Card Advantage habe, Steelsong ist ein relativ schnelles Deck, was sehr viel Karten um die Ohren haut und relativ schnell Card Advantage verlieren kann, wenn es vor allem kein A Whole New World mehr hat. A Whole New World ist die einzige Möglichkeit, dieses Decks eigentlich so richtig wieder Karten zu bekommen, um dann wieder richtig viel ausspielen zu können. Dann bräuchte man die Lilo theoretisch nicht. Aber es ist tatsächlich gut, einfach sein Board erstmal zu halten. Man überrumpelt den Gegner im Early Game und dann, um quasi nicht von jetzt auf gleich, wenn einmal das Board weg ist, sofort nichts mehr zu haben, hat man mit Lilo die Möglichkeit, weiterhin im Game zu bleiben, ein bisschen länger die Pressure zu erzeugen, so lange, bis man halt gewinnt hoffentlich oder A Whole New World zieht und damit dann wieder loslegen kann. Plus wir haben die Addition von Pluto, ja, Pluto ist auch neu mit drinne, der Bodyguard hat 5-5. Und der hat eben die Möglichkeit, diese Lilo, die ja exerted leider wiederkommt, zu schützen. Das heißt, wir können die Lilo ausspielen, müssen natürlich die 2 Ink bezahlen. Sie kommt exerted, würde normalerweise instant einfach wieder getradet werden. Aber dadurch, dass unser Board so groß ist, muss sich der Gegner entscheiden, was er tradet. Und vielleicht tradet er nicht mal in die Lilo. Und wenn er in die Lilo tradet, kann er nicht mal in was anderes traden. Das ist so die eine Idee. Und mit Pluto zusammen ist es sogar noch stärker, weil dann muss er sowieso in Pluto erstmal reingehen und dann ist die Lilo sogar geschützt, obwohl sie exerted ist. Und dann ist die Lilo wirklich free Card Advantage. Und da verzichten wir auf die eine Legende von Piglet und die einen Attack. Mit Piglet greifen wir eh nicht an. Und eine Legende weniger ist auch okay scheinbar. Das ist so die Idee. Pluto als 5-5 Bodyguard ist hier auch ziemlich mächtig. Macht hier nochmal viel mehr Pressure. Gute Protection einfach für Steelsong. Steelsong hatte sonst kaum Protection, abgesehen von Pete, der ja Set 5 neu reinkam. Das heißt, dieses Deck hat mittlerweile ein bisschen Projection. Hier wird sogar noch ein Gastor gespielt, um mehr singen zu können. Wir haben einige Sänger hier mittlerweile jetzt für A Whole New World. Und Zeus eventuell noch. Einmal Rattenzahn wird hier gespielt gegen das Mirror Match oder Tamatoa. Und ansonsten haben wir hier die typischen Songs, die typischen Karten. Ganz normal. Witzig ist ja auch, dass keine Daisy Duck gespielt wird. Daisy Duck wird wieder nur in manchen Listen gespielt. Wir können gerne mal gucken, welche Listen Daisy Duck spielen, welche nicht. Hier haben wir 2 Daisy Ducks. Das heißt, wir sehen 50%, also einmal keine Daisy, jetzt 2 Daisies. Hier ist keine Lilo, sondern wieder Piglet drin. Hier wird wieder mehr auf die Legenden gegangen. Einfach eine Legende mehr, dafür kommt sie halt nicht wieder. Aber trotzdem der Pluto für die Protection, um einfach die Pressure länger aufrecht zu halten, ja. Dadurch, dass wir so sehr ans A Whole New World angewiesen sind, um überhaupt die Pressure aufrecht zu halten, das ist die einzige Möglichkeit in diesem Deck und vielleicht Rapunzel mit 3 Damage, die einzigen beiden Möglichkeiten und die Pressure normalerweise aufrecht zu erhalten, um dann wirklich Board volllegen, durchquesten mit den Songs, ihn slowen, sodass er nicht, sodass wir sehr viel mehr Tempo gewinnen. Die Songs sind einfach wirklich Tempo-Plays, um das Board aufrecht zu halten, aber gegen Blau-Rot oder Blaustahl, die kommen dann irgendwann ins Game und dann ist das Board weg und dann kannst du nichts mehr machen, wenn du halt keine Holding World hattest. Aber mit Pluto hältst du dich halt länger im Game. Gegen Maui ist das sehr gut. Gegen sämtliche Tradings ist das sehr gut. Und der Pete kann dann B-Prep stoppen oder sowas. Und eben die Lilo kommt dann immer wieder. Hier ist es trotzdem Piglet. Hier gehen wir für mehr Lore einfach instant. Das kann man natürlich auch machen. Ich weiß auch nicht, wie gut die Lilo in Action funktioniert. Daisy haben wir dafür hier noch auf 1, die halt mehr Lore macht. Also hier gehen wir wirklich full Aggro-Schiene quasi mehr und weniger Card Advantage. Na, also so kann man das auch machen. Dann gucken wir hier nochmal rein. Haben wir hier vielleicht eine Daisy? Nein, hier ist wieder keine Daisy drinne. Keine Lilo, kein Piglet, das heißt, hier haben wir nicht den
Aggro-Two-Drop, sondern gehen hier voll und ganz auf die Vanessa, Ursula, um halt wirklich unsere Songs singen zu können. Und hier haben wir auch einen Song mehr, und zwar einen Still hier, der Robust 2 geben kann für eine Runde. Das ist sehr gut auf den Pluto, damit wir hier wirklich Bodyguard en masse. Wir haben nicht nur einen 5-5 Bodyguard, sondern der hat auch noch Robust 2. Und solange der eben unbeschädigt bleibt, hat er diese 4 Stärke eben. Und das Robust sorgt dafür, dass der nicht so leicht seine Stärke eben verliert. Auch auf Lawrence ist das sehr gut. Lawrence hat ja das gleiche Problem. Und damit haben wir hier einfach mehr Sänger für viermal Zeus, viermal alles Playset hier mit den Songs. Kein Bannister ist jetzt kein Rattenzahn, ist hier auch wichtig. Das heißt, wir scheißen komplett auf Tamator und Cinderella. Hier spielen wir nicht mal selber die Cinderella. Wir sind hier wirklich 5 Full Aggro. Unser Curve endet bei 5. Keine 7er Cinderella Shift mit dabei und hier dreimal Pluto als Bodyguard. Also Pluto etabliert sich tatsächlich sehr stark an den Listen. Daisy ist kein Auto-Include. Lilo wird hier manchmal ausprobiert. Piglet wird manchmal ausprobiert, das ist nicht klar. Und I'm Still Here wird ausprobiert, zusammen mit Pluto und Lawrence. Lawrence ist auch einer, der relativ viel gespielt wird. Hier haben wir wieder einen Piglet. Hier haben wir keinen Pluto, keine Daisy. Dafür zweimal Rattenzahn und wieder den Cinderella-Shift mit dabei. Sogar dreimal. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Hier haben wir noch eine Liste von meinem Turnier. Die haben wir ja schon gesehen. Hier sind dann mal 4 Daisys wieder dabei. Auch 2 Piglets. Ich glaube, hier sind tatsächlich keine Set 6 Karten mit dabei. Hier ist wirklich einfach Set 5. Kann man auch machen. Hier sogar einmal der Item Removal mit dabei. Wir gehen einfach weiter. Wir zählen hier mal durch, was wir hier noch so haben. Wieder keine Daisy. Also Daisy ist sehr selten mittlerweile in den Listen geworden, habe ich so das Gefühl. Piglet ist anscheinend immer noch beliebter als Lilo. Auch hier ist keine Set 6 Karte mit dabei. Ich weiß halt nicht immer ganz genau, ob das überhaupt Set 6 Turniere waren. Aber die meisten scheinen es ja zu sein, weil hier ist zum Beispiel wieder ein Pluto drin. Aber auch kein Lilo, keine Daisy. I'm still here. Das ist dieselbe Liste, die wir gerade schon mal hatten. Da wurden wir wahrscheinlich jetzt vielleicht sich sogar abgesprochen. Hier haben wir nochmal eine Liste von meinem Turnier. Wir gucken mal hier noch Lore League. Ist hier eine Set 6 Karte dabei? Nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt Set 6 Turnier war. Battle of the Bay war, glaube ich, noch ein Set 6 Turnier. Gucken wir mal rein. Ja, hier ist eine Lilo wieder mit dabei. Hier ist ein Pluto dabei und hier wird sogar Kida gezockt mit Shiftline und Queen. Shiftline wird hier noch gezockt und Daisy wird hier gezockt. Das ist eine sehr interessante Liste. Aber ich glaube, wir haben genug Season geguckt. Wir gehen weiter zu Blau-Rot. Wir müssen hier erstmal wieder Last 2 Weeks applyen. So. Blau-Rot. Gucken wir rein. Also, Stisong merken wir uns. Pluto Bodyguard sehr, sehr beliebt. Meistens 2 bis 3 Mal in den Listen, um einfach die Pressure aufrechtzuerhalten, ein bisschen länger im Game zu bleiben, ohne dass man A Whole New World benötigt. Ein bisschen länger das Board aufrechterhalten. Lilo wird ausprobiert. Auch zusätzlich mit Pluto eine schöne Combo. Oder I'm Still Here als Song. Und Daisy Duck ist nicht mehr so beliebt wie noch Set 5. Wird nur in äußerst wenigen Listen gespielt. Dann haben wir Blau-Rot. Was ist hier neu? Wir haben hier. Okay. Hier sehe ich gar nichts Neues tatsächlich. Das ist einfach eine ganz normale Liste. Was an Blau-Rot tatsächlich neu ist, ist, dass sie keine Fishbone Quill mehr spielen. Ach, das ist natürlich eine neue Karte. Sadie Azorel Sea. Übersehen. Genau. Sie spielen keine Fischgrätenfeder mehr. Dadurch, dass sie natürlich nicht ganz so viel Karte haben wie ein Blaustahl mit A Whole New World, haben sie jetzt gedacht, okay, Fischgrätenfeder ist zu viel Card Advantage, die sie verbraucht und lohnt sich dementsprechend nicht mehr. Natürlich kann man Hyper-Rampen mit Fishbone Quill ziemlich leicht, aber man verliert eben sehr viel Karten. Und auch als ich Blau-Rot immer gezockt habe, ist mir aufgefallen, dass mit Fishbone Quill einfach nicht so viel inken kann. Meistens inkt man ein-, zweimal und dann wird es schon schwierig. Genau. Deswegen wird sich hier gesagt, okay, keine Quill mehr. Ein Problem ist natürlich, dass man, wenn man Quill cuttet, weniger Items im Deck hat. Hier wird dieses Problem überhaupt nicht angegangen. In anderen Decks wird dann eben Iceblock plus Vitalis 4 gespielt, plus eventuell Ruby Chromicon. Goldcoin wird auch ausprobiert, der neues Item. Es sind ein paar Items, die ganz gut sind in diesem Deck und die werden halt ein bisschen mehr reingemacht, um das Ganze ein bisschen zu,
ja, ein bisschen zu bekämpfen, dadurch, dass du so wenig Items hast. Weil du brauchst ja Items für Flavor Shelm und den Tamator und zwar stacken, weil hier habe ich, sehe ich so ein bisschen das Problem. Du hast sechs Items, sechs One-Drops-Items und dann noch zwei Lucky Dimes natürlich, ist auch ein Item, aber das willst du halt nicht für Hampelmann zerstören normalerweise. Und klar, für Tamator ist es ein Item, okay, das ist klar, aber wir haben im Prinzip nur sechs One-Drop-Items, die wir mit Hampelmann zerstören wollen. Vorher hatten wir vier Popsicle, meistens noch Eisblocks, zwei oder drei, und dann vier Quills. Das sind eben 10 Items mindestens normalerweise gewesen. Plus Lucky Dime natürlich. Und hier sind es eben nur sechs. Zweimal Vitalis 4 und viermal Popsicle. Das ist ein bisschen wenig. In manchen Decks spielt man eben noch Eisblocks dazu. Die machen das dann so. Hier wird einfach drauf geschissen. Wie rampt man jetzt in diesem Deck? Man rampt mit viermal Sail, viermal Teepo. Und hier ist eben die Idee, dass man voll und ganz auf den 4-Drop-Slot geht. Das heißt, man hat jetzt eigentlich immer einen Ramp auf 2. Man rampt immer auf 2, garantiert. Ja, mit 8 Ramps. Man könnte sogar One-Jump-Ahead auch noch zocken, wenn man sich ganz unsicher ist, dass man das nicht sieht. Aber normalerweise sollten die 8 Ramp-Karten auf jeden Fall reichen, dass man immer auf 2 einen Ramp hat. Entweder ist es Teepo oder Sail. Und dadurch hat man natürlich 4 Ink auf Turn 3. Und diese 4 Ink gibt man dann aus für Grammatala oder Flavor Sham. Das heißt, auch hier hat man eben 8 4 Drops. Flavor Sham braucht man natürlich dann noch einen One Drop auf 1 eben. Aber man hat eben entweder Ice Block, Vitalis 4, Popsicle, Ruby Chromicon, Gold Coin, was weiß ich was. Für One-Drop-Items, die man ganz viele spielt, die man dann eben auf 1 gespielt hat und dann kann man auf 3 eben Flavor Champ zocken oder eben Grammatala zieht auf jeden Fall dann seine Karten und kann dann Runde 4 How Far I Go singen und das spielt man dann eben auch viermal und How Far I Go ist eben auch eine Ramp-Karte. Das heißt, dadurch rampt man sich auch nochmal hoch und dann hat man Runde 5 schon 7 Ink. Runde 6, dann 8 Ink und so weiter. Und hat dann schon seine großen Sachen. Man kann halt Runde 4 noch nicht einen Six-Drop spielen, wie man mit Quill hätte normalerweise spielen könnte. Aber da braucht man eben sehr viel Card Advantage dadurch. Das geht halt nur, wenn man dann die ganze Hand eigentlich weginkt. Dann kann man Medusa auf 4 spielen, aber das lohnt sich eh nicht so sehr. Deswegen auf 4 kann man dann Maui halt spielen, Maui Rush. Oder man spielt einfach nochmal einen 4-Drop aus. Vision, Develop, keine Ahnung, irgendwas, How Far I Go, Hardcast, whatever. Und dann Runde 5 kann man dann Medusa zocken und etc. Man kann auch nochmal einen Ramp zocken, man kann ja mehrere Ramps auch spielen. Man kann Runde 4 auch nochmal Sail spielen, Teepo spielen und plus How Far I Go singen. Dann hat man nämlich 8 in Runde 5, genau. Und kann dann schon Sisu zocken, Tamatoa. Mufasa hier auch in dem Fall sogar. Genau. Aber so funktioniert jetzt Blau-Rot im Prinzip. Ja, manche probieren auch noch den Maui Shark aus. In dieser Liste hier aktuell nicht. Und spielen dann mehr Actions. Hier spielen wir einfach Hideaway, ganz normal. Brawl, How Far I Go. Auch keine kleine Sisu. Wir machen hier gar nichts Interessantes. Wir machen einfach die zwei Sisus hier. Vier B-Preps. Wir gehen voll auf die B-Prep-Schiene. Völlig egal und machen dann weniger Sisus, haben hier einfach Brawl gegen Diablo und maximizen hier unsere Wincons aus, zweimal Lucky Dime. Genau, aber das ist die Neuigkeit. Kein Fishbone-Quill mehr, dafür Sadie, Azurite plus Teepo auf 2, dann auf 3, 8 4-Drops, die wir von den allen spielen wollen und dann viermal auf Figo als zusätzlichen Ramp, den wir dann mit den 4-Drops singen können oder mit Maui singen können, mit Medusa singen können etc., um noch weiter zu rampen. Das ist die Möglichkeit. Natürlich spielen wir Vision und Develop Your Brain, um und durch unser ganzes Deck zu searchen. Generell sehr viel Searching in diesem Deck, um alles zu finden, was wir brauchen. So funktioniert das Deck. Und jetzt gucken wir auch hier wieder ein paar Listen an, würde ich sagen. Will das Video aber auch nicht zu lange machen. Bei Blau-Rot ist es allerdings der Fall, dass hier eben Listen sich oftmals auch gut unterscheiden. Hier zum Beispiel haben wir den Maui Shark eben drinne. Hier ist zweimal Maui Shark mit dabei und dafür spielen wir dann eben ein paar mehr Actions. Hier zum Beispiel wird einmal Drachenfeuer gespielt und zweimal Pirates Live gespielt. Die Idee dahinter ist halt, dass man mehr Möglichkeiten hat, die man sich cyclen kann. Das heißt, man spielt Drachenfeuer aus, Maui Shark geht in was rein, holt sich das Drachenfeuer wieder und spielt es halt wieder aus. Oder Pirates Live, was man sogar mit Maui singen kann, theoretisch.
um zwei Legenden zu holen und dem Gegner zwei Legenden zu verlieren zu lassen. Die kann man auch immer wieder cyclen. Ansonsten cyclet man einfach Vision of the Future, um Sachen zu searchen, Hideaway, um Locations oder Items zu inken, oder Sail, um zu rampen, Brawl, auch noch als Removal, genau, oder Beep Rap eben. Hier wird sogar noch Villa Duck gespielt für Pressure, okay, auch kein Fishbone Quill eben, dafür einmal Great Stone Dragon und hier haben wir eben dreimal Ice Block, viermal Popsicle, Vitalis Fair und Great Stone Dragon. I guess, das will man auch nicht unbedingt poppen, aber hier haben wir schon acht Items wenigstens. Hier haben wir jetzt vier Items, die nicht Popsicle oder Quill sind. Das heißt, hier haben wir ein paar mehr Items als das. Genau, gehen wir weiter. Also manche spielen Maui Shark mit ein paar mehr Actions, um quasi die Actions zu cyclen. Manche machen das auch nicht. Hier ist wieder Maui Shark drinne. Wir sehen auch hier, also das hat sich wirklich überall durchgesetzt. Viermal Sail, viermal Tipo, viermal Grammateller, viermal Flavor Sham und eigentlich auch viermal auf Vigo. Hier sind es nur drei und keine Fishbone Quill mehr. Dafür einfach vier Iceblocks hier, zwei Vitas. Für er geht wieder auf 10 Items, so würde ich es eben auch machen. 10 Items, alle One-Drop-Items, die man auf 1 spielen kann, damit man auf 3 den Flavor Sham zocken kann, nachdem man gerampt hat. Und dann den One-Drop-Item eben downed. So finde ich es eigentlich auch am besten. Hier 10 Items, viermal Iceblock, dafür sogar dreimal die Sisu, viermal Brawl. Keine Medusa dafür, aber dreimal die große Sisu, nur ein V-Prep. Ein Let It Go, um das hier eben auch mit Maui Shark zu cyclen. Und dann Vision of the Future, Developer Brain, etc. Also ihr merkt, auch hier bei Blau-Rot hat sich das meiste durchgesetzt. Wir haben auch, was ich auch nochmal, wo ich auch nochmal drauf eingehen kann, in vielen Listen auch nur noch ein Lucky Dime. Hier haben wir ein Lucky Dime. Hier haben wir zwei. Okay, in der ersten ist man auch zwei, das weiß ich noch. Manche spielen zwei, manche eins. Hier haben wir Rainer, das ist aus meinem Turnier. Er spielt auch ein Lucky Dime, auch kein Fishbone Quill. Er spielt ein paar mehr Aktionen, verschiedene mit Maui Shark. Er geht nämlich voll auf Maui Shark, denn er spielt hier sogar noch Break Free und Vitalis Fair eben dazu. Dreimal Rush geben, damit der Maui Shark sofort angreifen kann und eine Action sofort wiederholen kann. Die Idee ist natürlich auch ganz nice, hat hier gerade weniger Grammatalas, aber er hat auch gesagt, dass er mehr Grammatalas reintun will. Und auch hier ist es eben so, vier Typos, vier Sales. Gehen wir noch eine Liste durch und dann gehen wir zum nächsten Deck. Hier haben wir nochmal eine Liste. Okay, hier sehen wir wieder eine Fishbone-Quill-Liste. Also nicht jeder, es ist nicht 100% so. Er hat hier viermal Sale, zweimal Tipo eben dann nur und viermal Quill noch dabei. Dreimal Lucky Dime sogar dabei. Ihr seht es nicht hier, dreimal Lucky Dime. Crazy. Viermal B-Prep, viermal Hofaigo. Trotzdem volle 4-Drop-Kurve und auch hier rampt er halt trotzdem relativ safe auf 2. Hat hier nur 6, aber trotzdem safe und kann dann auf 3 seinen 4-Drop zocken, Hofaigo singen. Also auch er hat das, er hat halt noch Quill mit dazu. Also sogar 10 Ramp-Möglichkeiten. Falls er schneller auf irgendwas kommen will, kann er das mit Quill eben auch machen. Ja. Komm, eine Liste machen wir noch. Aber die Liste noch. Hier wieder kein Quill. Also ihr seht, die meisten Listen sind 4-mal Tipo, 4-mal Sale. Kein Quill. Hier wieder mit 3 Icebox, 3 Vitalis 4. Gar kein Lucky Dime. Auch sehr interessant. Überhaupt kein Lucky Dime. Also Lucky Dime ist für die nicht mehr so wichtig. Hier sogar 4-mal Maui Shark. Und wieder ein Let It Go, das man eben wiederholen kann und cyclen kann mit Maui Shark. Ansonsten die normalen Actions. 2-mal B12, 3-mal Sisu. 3-mal die kleine Sisu, 4-mal Brawl mit den 3 Iceblocks. Ja, so sieht Blau-Rot aktuell aus. Sehr, sehr interessant. Dann gehen wir in nächste Metagame. Einmal noch zurück. Genau. Müssen hier wieder Apply drücken und dann gehen wir zu Lila-Rot. Ich werde das Video auch nicht so lange machen, aber wir wollen uns schon die Listen hier gerne noch angucken. Gehen wir zu Lila-Rot. Ich glaube, da hat sich aber auch nicht so viel verändert. Hier sehen wir eine Liste, die, glaube ich, gar keine Set-6-Karte drin hat. Ich sehe keine. Nein, ich sehe keine Set-6-Karte. Normales Set-5-Deck, so wie es in Set-5 war, auch mit zweimal Finders Keepers Trophy Cards, um gegen Grün-Stahl ein besseres Matchup zu haben, weil Grün-Stahl ist ja für Lila-Rot das schlechtere Matchup. Wir haben dreimal Elsa Rush, um den Diablo zu killen. Aber es gibt eben den neuen Ginny und theoretisch auch Peter Pan Rush, die es eben auch mit Diablo aufnehmen können. Und vor allem der neue Ginny, der sowieso gut ist, in dem Deck, der kann den Diablo eben auch rausnehmen, deswegen ist das eine gute Edition. Hier ist halt einfach noch ein Set-5. Ah, okay, wir sehen es ja auch. Es war, glaube ich, auch ein Set-5-Turnier. I guess, dann gehen wir mal zur nächsten Liste.
zu meiner Liste. Nicht meiner Liste, sondern meinem Turnier. Von meinem Turnier haben wir eine Liste mit Lila-Rot und die hat gewonnen, mein Turnier sogar. Und die spielt eben dreimal den neuen Genie und dreimal Rabbit. Also Rabbit spielt man jetzt nicht mehr in Playset, sondern meistens zwei oder dreimal und dafür dann eben zwei oder dreimal den Genie noch dazu. Das heißt, die splitten sich so ein bisschen. Der Genie eben ist eine Evasive, die für zwei Quests, das heißt sehr gute Pressure erzeugt, sich selber ersetzt, was gut ist gegen Grünstahl. Und eben mit seinem Evasive und seiner 2-4-Statline einen Diablo eben auch rauschallengen kann. Und das ist eben so gut, weil er Diablo einfach nebenbei noch rausnimmt und selber trotzdem eine so gute Karte ist. Deswegen ist er besser als Peter Pan Rush Evasive, weil der kann eben nur, er ist halt nur dafür da, um Diablo rauszunehmen. An sich ist er halt selber nicht so gut, aber der Genie, der zieht dir eine Karte, questet gut, ist gute Pressure gegen jedes Deck, ist der gut und dann ist der auch noch Diablo Removal. Das ist wirklich, wirklich gut. Zusätzlich haben wir trotzdem noch viermal Elder Rush mit dabei, das heißt, und viermal Brawl natürlich. Das heißt, wir haben wirklich extrem viel mittlerweile gegen den Diablo. Und hier ist das Besondere eben an der Liste, dass hier auch Maui Shark ausprobiert wurde. Zweimal. Hier haben wir natürlich ein paar weniger Actions als in Blau-Rot. Ich weiß nicht, wie gut er in Lila-Rot reinpasst, ehrlich gesagt. Raffamir, also der Gewinner hier von dem Turnier, von der Liste hier auch, hat gesagt, dass ihm der Maui Shark auch nicht so gut in Lila-Rot gefallen hat. Deswegen weiß ich nicht, wie gut Maui Shark gut ist und wie populär der ist. Das werden wir gleich sehen. Wie oft wir den sehen, gucken wir gleich. Aber hier haben wir ihn auf jeden Fall zweimal drin und eben zweimal Drachenfeuer mit dazu, den wir eben mit Maui Shark cyclen können, immer wieder aus dem Discard holen können. Haben wir eben Drachenfeuer mit dazu. Also das müsst ihr euch merken. Lila-Rot spielt mittlerweile Drachenfeuer. Und Blau-Rot eventuell auch. Oder halt Let It Go. Ne? Viermal Friends, viermal Brawl haben wir eben auch mit Maui Shark zum Holen. Und dafür aber nur zwei Beeprips. Also wenn ihr Drachenfeuer und Maui Shark seht, dann müsst ihr davon ausgehen, dass sie dann nicht mehr so viel Beeprips zocken, weil sie dann sehr viel Anhängs haben und irgendwas müssen sie ja auch cutten. Ne? Das ist ja so. Das heißt, ich habe jetzt viele Lila-Rot gesehen und das werden wir auch gleich noch sehen, die eben nicht mehr viermal Beeprips spielen. Das ist auch wichtig zu wissen. Okay, zwei Beeprips raus, vielleicht A Whole New World abgeworfen, da kommt eventuell gar keins mehr. Und was auch noch wichtig ist an der Liste hier, keine Locations. Kein Queen's Castle, keine Library hier. Nicht jede Liste hat keine Locations mehr, aber diese Liste hat keine Locations mehr. Auch das ist wichtig für Blau-Stahl natürlich. Ziemlich geil, muss man sagen. Ne? Das ist sehr, sehr geil. Dann gehen wir mal zur nächsten Liste. Müssen jetzt aber mal kurz gucken, ob das Set 6 ist. Hier ist auf jeden Fall keine Set 6-Karte mit dabei. Das scheint Set 5 zu sein. Dann gehen wir mal zur nächsten. Hier bei Lila-Rot gibt es vielleicht auch noch einige Leute, die eben keine Set 6 Karten haben und vielleicht einfach Set 5 gespielt haben. Auch hier haben wir wieder, okay, das ist das Set 5 Turnier gewesen. Hier sind meine Webcam-Turnier, aber ich glaube, die haben alle ungefähr die gleiche Liste. Wir können hier meine. Von meinem Turnier nochmal gucken. Okay, er hat nochmal eine andere Liste. Dreimal Ginny mit dabei. Spielt hier Rafiki. Verschiedenste One-Drops. Aber auch der 3-3-Split. Hier kein Maui Shark. Nur drei Beepreps drin. Viele spielen jetzt auch die 8er Sisu wieder in Grünstahl, in Lila-Rot, um gegen Grünstahl gut zu sein. Ein guter Tech gegen Grünstahl. Und er spielt halt trotzdem noch drei Castles einfach mit dazu. Gehen wir nochmal weiter. Hier haben wir, glaube ich, nochmal ein Set 6 Turnier. Ja, genau. Drei Genies, vier Rabbits. Hier wird sogar tatsächlich die vier Rabbits trotzdem noch maximized. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Rabbit ist eine Card, eine Draw Engine. Und Genie ist ein Single Card Draw. Genie ersetzt sich selbst. Das ist kein Card Draw, sondern er ersetzt sich einfach nur selber. Aber Rabbit ist wirklich eine Draw Engine. Weil er zieht eine, fällt in das Spiel, vielleicht zieht er nochmal eine, also mindestens zwei gezogen, aber wenn er dann noch gebounced wird, zieht er dir noch viel mehr Karten. Da zieht er ja mindestens vier Karten, wenn er einmal gebounced wird. Und dadurch ist er eine wirklich richtige Draw Engine und Ginny eben nicht, weil der ersetzt sich einfach nur selber. Und das ist eben der Unterschied und deswegen würde ich sagen, ist Rabbit immer noch wichtiger in diesem Deck als Ginny, auch wenn Ginny natürlich mehr questet, evasive hat und so weiter, sehr viele andere Vorteile.
Hier sehen wir, dass auch keine Location mehr gespielt wird. Stattdessen wird eben der Genie maximized und der sollte jetzt einfach die Lore bringen. Diablo wird hier das erste Mal gezockt, der Gewinner Gewächsschwörs eine Karte zieht. Finde ich, ist besser als die Besen, aber manche wollen dann doch lieber die Attack Power haben, plus wollen selber entscheiden können, wann sie ziehen und es nicht vom Gegner abhängig machen, obwohl es halt trotzdem meiner Meinung nach besser ist, dass man nicht preemptively das banishen muss, sondern dass der Gegner das banishen muss. Und das hast du halt mit Diablo. Und mit Besen musst du halt preemptively banishen. Das ist manchmal halt, dann kriegst du halt viel weniger Lore. Hier bei Diablo kriegst du halt die Card Advantage dann erst später, aber irgendwann wirst du die Card Advantage auf jeden Fall kriegen, meiner Meinung nach. Deswegen ist Diablo meiner Meinung nach trotzdem besser. Hier werden aber trotzdem wieder vier B-Preps gezockt. Also B-Prep ist nicht ganz common, aber auch keine Location. Hier ist oft mein Turnier dabei, weil da viele Leute Lila-Rot gezockt haben. Hier haben wir nochmal eine Set-6-Liste mit zwei Genies, wieder vier Rabbits. Rabbits eben doch noch wichtiger als Genie, weil sie eben eine Draw-Engine sind und nicht wie Genie sich nur selber ersetzt. Hier haben wir kein Diablo, sondern wieder Besen und hier haben wir wieder vier Castles. Also nicht jeder spielt keine Locations. Vier B-Preps, ganz normal, keine Sisu. Sehr interessant. Also Lila-Rot unterscheiden sich die Geister dann doch relativ stark. Gehen wir noch über eine Liste. Set 6 nochmal. Ja, hier sind sogar noch 5 Locations drin. Hier wird sogar ein Scar gespielt. Und hier wieder 2 B-Preps. Hier sind wieder weniger B-Preps mit dabei. 2 Genies, 2 Rabbits. Okay, sehr interessant. Und hier wird Diablo wieder gezockt. Also es ist sehr unterschiedlich, aber wir sehen auf jeden Fall, dass Genie mindestens 2 bis 3 Mal gespielt wird. Manche spielen keine Locations mehr, manche spielen Locations. 2 bis 4 B-Preps, also nicht jeder spielt ein Playset B-Prep mehr. Und Diablo wird in manchen Listen statt dem Besen gezockt. Ja, ansonsten ist, glaube ich, die Liste relativ normal. Und dann gehen wir noch weiter, würde ich sagen, über Grünstahl, wo da müssen wir wirklich nicht viel angucken, denn ich glaube, bei Grünstahl hat sich wirklich fast gar nichts verändert. Da sehen wir hier, glaube ich, wirklich nur den Go-Go-To-Mago, obwohl hier haben wir ein paar neue Karten, aber ich glaube, hier wird einfach ein bisschen rumexperimentiert oder wurde ein bisschen rumexperimentiert. Ich glaube nicht, dass man die Karten in den meisten Decks sehen wird. Wir sehen hier zweimal Calhoun, einmal Honey Lemon. Zweimal der neue Basil. Hier wird nicht mal Tomago gespielt. Die restlichen Karten sind normal. Okay. Honey Lemon Discard natürlich eine Karte, aber für vier irgendeine mit einer 1-1 Deadline finde ich grauenhaft, meiner Meinung nach. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Und ich finde, Basil ist für dieses Deck ein bisschen zu, kommt ein bisschen zu spät. Und dann muss er dann trotzdem, muss man dann erst irgendwas, also es geht ja dann ab nächster Runde erst los. Und dann müsste man jede Runde inken, um jede Runde was discarden zu können. Ich weiß nicht, wie gut der Basil sich dann im Play verhält. Ich glaube nicht, dass der gut genug ist. Aber wurde hier mal wahrscheinlich einfach ausprobiert. Honey Lemon. Kalu ist natürlich eine gute Karte. Ist aber, glaube ich, schwierig mit den Unnings. Weil du hier eben 7, 8, 12 Unnings hast. Normalerweise hatten wir hier, glaube ich, auch noch Zeus, nee, Zeus haben wir nicht. Okay, dann haben wir gar nicht so viel Anhängs. Okay, dann würde ich hier Calhoun sogar verstehen, dass man den hier spielt. Weil es spielt natürlich noch ein Prinz John mehr. Dann sind es so 13 Anhängs. Ja, okay, also Anhängs ist okay. Hat Calhoun ausprobiert als gute Unit. Kann man machen. Aber ich glaube, das ist nicht in jeder Liste so. Wenn wir hier gucken, hier aus meinem Turnier. Hier wurde, glaube ich, nur Tomago neu gespielt. Ansonsten ist hier nichts Neues drin eben. Ich sehe auch Tomago als einzigen wirklich. Ist Set 5, gehen wir hier mal zur Lore League, obwohl die war auch Set 5, glaube ich, ne? Ein paar Set 5 Turniere haben sich hier eben auch noch eingeschlichen. Vielleicht muss ich doch mal auf Last Week stellen, aber hier Battle of the Bay haben wir noch. Und hier sehen wir auch keine neue Karte, aber das ist ein Set 6 Turnier auf jeden Fall gewesen, das weiß ich. Hier ist aber auch keine neue Set 6 Karte, also wir sehen, Grünstahl, da hat sich eigentlich kaum verändert. Wir gucken mal noch. Moment, ich gehe mal auf Last Week und gucke dann über Discard. Dann haben wir nur 15 Decks, aber dafür nur Set 6, obwohl trotzdem Set 5. Anscheinend war das erst letzte Woche sogar. Aber hier Parkage eventuell noch. Mit Basil, okay, wird auch wieder Basil ausprobiert.
Interessant, interessant. Battle of the Bay, Lore League, Sunday Set 6 haben wir hier noch. Tomago wird hier gar nicht so häufig gespielt, tatsächlich. Hier wird Pluto Bodyguard ausprobiert. Also es werden hier und da ein paar Karten ausgespielt, aber hier gibt es keine deutliche Karte, die jetzt ein Ordo Include ist, also eine Set 6 Karte in Grün-Stahl. Manche Basel wird hier und da ausprobiert, Tomago wird ausprobiert, aber gar nicht so häufig. Ich dachte, der wäre wenigstens in den meisten Listen vorhanden, ist aber hier kaum vorhanden tatsächlich. Hier wird mal Pluto ausprobiert, hier wird mal Calhoun ausprobiert, auch ein One of Honey Lemon wird ausprobiert. Das sind aber alles Karten, wo ich denke, dass die letztendlich nicht in den Listen bleiben werden. Maximal Tomago, aber anscheinend ja auch nicht. Wird hier kaum gespielt tatsächlich. Sehr interessant. Also Grün-Stahl, würde ich sagen, hat sich echt kaum verändert. Und dann gehen wir noch zu Grünila, zu guter Letzt, und dann schließen wir das Video auch ab. Grünila hat sich, glaube ich, noch am meisten verändert. Da haben wir viele neue Karten. Wir haben hier in den meisten Listen tatsächlich viermal den Diablo mit dabei, als guten Quester. Hier haben wir viermal Tomago normalerweise mit dabei, der ja auch eben in Diablo reintraden kann, aber auch gut Lore bringen kann mit Damage. Hier haben wir auch oft die weiße Rose mit dabei, zwei bis viermal, hier sogar viermal. Natürlich den Ginny mit dabei. Und hier wird sogar Yzma noch ausprobiert. Und Gazelle wird auch noch gespielt, die Evasive geben kann für eine Runde. Auch noch gut, um Diablo rauszunehmen oder Ginny rauszunehmen gegen Lila-Rot oder auch im Mirror-Match. Oder einfach um zu questen eine Runde for free. Die Gazelle macht hier tatsächlich auch relativ viel, kann gebounced werden, um nochmal Evasive zu geben. Das ist auch ganz cool in diesem Deck. Und die Yzma wird hier tatsächlich gezockt. Finde ich sehr interessant. Also hier wird richtig viele neue Karten gespielt. Diablo einfach als gute neue One-Drop, der einfach eben dir sich selber ersetzt. Gazelle habe ich ja gerade schon erklärt, um Genie Diablo rauszunehmen oder für viel zu questen. Tamago macht dasselbe und kann gut Lore bringen. Genie natürlich als guter Quester und kann auch Diablo rausnehmen. Weiße Rose gibt noch zusätzlich Lore. Wir haben grundsätzlich absurd viel gegen Diablo mittlerweile. Gazelle, Tamago, Genie, Peter Pan hier sogar und Elsa Rush. Junge, die haben insane viel gegen Diablo. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also Diablo kriegen die auf jeden Fall raus mit dem Deck. Und hier wird sogar noch Yzma ausprobiert, aber ich glaube, Yzma ist nicht in jeder Liste vorhanden. Wir gucken hier nochmal über die anderen Listen drüber. Hier auch Diablo, Gazelle, Tomago, Weiße Rose viermal, Ginny viermal. Hier keine Yzma mit dabei, aber hier sieht man schon ganz viele neue. Also hier hat die weiße Rose auf jeden Fall ihr Platz gefunden. Selbst in meinem Turnier kam einmal Grün-Lila vor und auch hier haben wir Diablo, Gazelle, Tomago, weiße Rose, Genie und Elsa Rush natürlich, die kennen wir ja schon. Einmal nur noch Ursula, die wird jetzt meistens nur noch eins bis zweimal gespielt. Die Clarabelle wird auch nur noch zweimal gespielt. Die schaffen es hier nicht mehr in die meisten Listen rein. Wir haben hier nochmal eine Liste, aber die Liste sieht eigentlich fast alle gleich aus. Also die Listen richten sich tatsächlich alle, glaube ich, nach Arterbugs Liste. Arterbugs hier hat ja einmal eine Liste veröffentlicht und seitdem kopiert wirklich jeder seine Liste. Also das ist der Wahnsinn. Hier sieht wirklich jede Liste gleich. Viermal Diablo, einmal Gazelle, viermal Tomago, neu, dreimal Weiße Rose, viermal Genie. Das ist ja eigentlich genau dieselbe Liste, die wir gerade schon gesehen haben aus meinem Turnier. Battle of the Bay, EA Sports hat hier noch eine Liste. Viermal Diablo, viermal Tomago. Dreimal Weiße Rose, viermal Ginny. Hier wird einmal Malefiz-Stuff ausprobiert, auch sehr interessant. Mit Bounces, mit Kid Cloud Kicker funktioniert das vielleicht ganz gut. Oder natürlich als Counter gegen Bounce-Decks. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, finde ich jetzt nicht wahnsinnig gut, aber kann man natürlich mal ausprobieren. Wir hier noch rein, also ist wirklich jede Liste gleich. Wahnsinn. Es sind ein paar Ratios hier und da anders, aber. Grundsätzlich das gleiche. Also jeder spielt hier die neuen Karten. Grünlila hat wirklich noch die meisten neuen Karten oder benutzt die meisten Set-6-Karten hier, glaube ich. Ansonsten hat jedes Deck eigentlich so eine oder maximal zwei neue Set-6-Karten drin. Aber ja, so sieht Grünlila aus und alle anderen Decks. Und ich hoffe, das war genug Einblick in die aktuelle Meta. Das ist die Top 5. Das sind die Decklisten, die neuen Karten, die gespielt werden und meine Einschätzung zu den Matchups. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder ein langes Video, aber sollte ja auch informativ sein, um euch vor allem jetzt auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Auf LCQ, falls ihr da mitspielt, vielleicht sehen wir uns. Ich bin nämlich auch dort.
Oder für die Set-Meisterschaften dann später wieder, obwohl da haben wir noch Zeit. Genau, das ist die Meta. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.